So, hallo zusammen. Wie ihr seht, bin ich heute wieder alleine. Das liegt daran, dass wir noch ziemlich früh haben und der Tobi mit seiner Ausbildung noch beschäftigt ist und immer bis abends arbeiten muss. Deswegen bin ich wieder alleine unterwegs. Heute bin ich im Fitnessstudio unterwegs, bei uns im Sportraum hier in Mainz. Und wir haben heute einen Videodreh hier, weil die einen Imagefilm drehen. Und da haben die gefragt, ob wir dann da ein paar Gewichte durch die Gegend schmeißen können. Da haben wir natürlich ja gesagt. Genau, hier mit an meiner Seite ist der Domi, das ist mein Fitnesscoach oder unser Fitnesscoach. Und ja, wir haben uns überlegt, da wir noch ein bisschen Zeit haben, bis der Kameramann kommt, machen wir noch ein bisschen was zum Krafttraining. Jawohl. So, heute möchten wir euch unter anderem noch die drei wichtigsten Übungen zeigen, um im Beachvolleyball mehr Leistung bringen zu können, trotzdem gesund zu bleiben. Die erste Grundaufgabe ist, so bleibt die Kniebeuge. Je mehr Kraft, desto höher springe ich an, desto schneller will ich eine Abwehrkantwelle auskratzen, einfach mehr Power in den Beinen. Wir werden uns nur noch von Kniebeugen mal demonstrieren, worauf wir achten müssen, wie die aussehen sollen. Wir noch einmal mit den Handeln aufladen und vorne auskommen. Wir haben so zwei, drei Aufgaben, die wir immer beachten wollen. Wir haben Schulterbreiten mit einem Parallelstand, rotieren die Beine nach außen raus, mit einem Hüftdrehmoment erzeugen, was Hüfte und Knie stabilisiert, und lassen die Ellenbogen unter der Hand permanent. Arbeiten so weit runter, bis der Oberschenkel die Wade berührt und die Zehen dabei runtergehen bis hier langsam. Jetzt einmal komplett reinsetzen und mit Kraft wieder oben rausschieben. Noch drei, vier machen wir noch, bitte Kontrolle runter. Und jetzt den Ball. Kontrolle runter. Mit Kraft aufstehen. Und der letzte Jonas. Und die Hand wieder ablegen. Jede Kniebeuge, egal wie schwer, sollte immer genauso aussehen. Die Wiederholungsaufgaben und Lastaufgaben hängen ab von dem Trainingszustand, von der aktuellen Wettkampfphase und kann somit variieren von schweren Wiederholungen 10, 12 bis hin zu 2 bis 4 Wiederholungen, wo es ja wirklich Kraftaufbau geht. So, Nummer 2 ist neben viel Kraft im Beinbereich, dass die Schulter langfristig gesund bleibt, dass man nicht Turnier- oder Sport-Trainingspause hat, weil Schulter schmerzt. Dafür gibt es eine richtige Übung, das nennt ihr runter zum Hals. Nur das greift einmal an die Krippe dran. Lässt die Lippen, lässt den Oberkörper komplett aufrechnen, nach hinten. Bringt die Schulter erst vorne ganz raus, sichert das Schulterblatt, indem man hinten rein rotiert, aufrichtet. Man sieht nun die Hände an den Hals komplett dran, geht hinten auf, so weit er kann. Angst wird vorne rauskommen, Schulter vorne aushängen, Schulter wieder sichern und Hand an den Hals bekommen. Hier bauen wir in dieser bekannten Operation möglichst viel Kraft auf. Je mehr Kraft vorhanden ist, desto leichter kann ich den Schlag, Power entwickeln, desto länger bleibt ich untergebunden. Wiederholungsanzahlen hier raus, eher oben rausarbeiten, eher Richtung 10, 12, 8, 10 arbeiten. Hier gibt es nicht Maximalleistung. So, mit meinem Krafttraining bin ich auch fertig und ja, gleich geht es dann los an die ersten Aufnahmen. Wenn da hinten das eine Fotomodel dann schon fertig ist, dann bin ich auch mal in der Reihe. Gucken, was dabei rauskommt. So, da im Hintergrund seht ihr gerade auch schon das erste Video, da wie gerade ein paar Shots aufgenommen werden. Und ja, das wird alles 20 Mal aufgenommen und irgendwann sieht es immer gut aus. Nicht so wie bei uns, wo egal wie oft man das aufnimmt, das immer noch scheiße aussieht. Da sportlich beim Team Brandt-Reinhardt nicht so gut läuft, reitet er sich jetzt auf seinen neuen Contest vor dem Strongman-Training.